So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz begrüßen. Wir wollen den zwischen der hessischen CDU und dem hessischen ausgehandelten Koalitionsvertrag vorstellen. Ich darf begrüßen den Vorsitzenden der hessischen CDU, Volker Bouffier, und den Landesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Tarek Al-Wazir. Herr Bouffier. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen geheißen. Wir haben uns zum Teil heute ja schon gesehen. Wir, Kollege Al-Wazir und ich, legen Ihnen heute einen Koalitionsvertrag vor, von dem ich überzeugt bin, dass er eine sehr gute Grundlage ist, erfolgreich, stabil 5 Jahre dieses Land politisch zu gestalten. Unser Ziel ist es, dieses Land Hessen auch in 5 Jahren zu den stärksten Regionen Europas gehören wird, dass wir viele Menschen in Arbeit haben, dass wir gute Zukunftschancen haben und dass die Menschen gerne hier leben. Wir legen Ihnen diesen Vertrag vor unter dem Titel Verlässlich gestalten und Perspektiven eröffnen. Das ist sozusagen die Klammer, innerhalb derer wir unsere Politik ansiedeln. Ich spreche jetzt für die Union. Hätten uns vor einem Jahr und auch vor 4 Monaten wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass wir heute gemeinsam Ihnen einen Koalitionsvertrag vorlegen. Wir sind in die Landtagswahl gezogen, in der Absicht, mit unserem bisherigen Partner unsere erfolgreiche Arbeit mit den Freien Demokraten fortzusetzen, und das Gleiche galt für Bündnis 90 Die Grünen. Sie hatten die Absicht, mit den Sozialdemokraten eine rot-grüne Regierung zu bilden. Das Wahlergebnis kennen Sie. Es hat im Ergebnis für beide geplante Konstellationen keine Mehrheit gegeben. Die Aufgabe, die der Wähler uns gestellt hat, war nun, daraus eine für das Land Hessen kluge und erfolgreiche Politik zu gestalten. Das ist nach den bisherigen Regeln dieses Hauses, in dem es 2 Lager über viele Jahre gab, nicht möglich gewesen. Und deshalb war es erforderlich, diese Lager zu überwinden. Deshalb haben wir sowohl den Sozialdemokraten wie Bündnis 90 den Grünen Sondierungsgespräche angeboten. Und beide Parteien haben dieses Angebot angenommen. Wir haben sehr intensiv, auch gut und sehr fair miteinander diese Sondierungsgespräche durchgeführt, auch mit den Sozialdemokraten. Im Ergebnis, und das hatte ich Ihnen Ende November bereits mitgeteilt, waren wir, die CDU, der Auffassung, dass für eine stabile politische Grundlage und 5 Jahre erfolgreiche Regierung aus der Sicht der Union ein Bündnis mit Bündnis 90 Die Grünen die erfolgreichere Variante sein würde. Das hat dazu geführt, dass wir dann Bündnis 90 Die Grünen Koalitionsangebot gemacht haben. Ich darf daran erinnern, meine Partei hat in all ihren Gremien dieses Angebot einstimmig beschlossen. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass mit, glaube ich, über 90% dann die Gremien der Grünen dieses Koalitionsgesprächsangebot angenommen haben. Wir haben dann einen ehrgeizigen Plan vorgelegt. Wir wollten in 3 Wochen durch sein. Wir dürfen Ihnen heute sagen, ja, wir haben den Plan eingehalten. Das war eine ausgesprochen engagierte, intensive Arbeit. Sie haben sie teilweise begleitet, Tag und Nacht zum Teil. Es war eine Arbeit, die getragen war vom Geist der Zukunftsgestaltung und der angestrebten Gemeinsamkeit. Wir haben sowohl vom Klima wie vom Inhalt uns immer besser gefunden. Und wir haben dabei von vornherein deutlich gemacht, es wird dabei bleiben, dass die hessische CDU die hessische CDU ist und die hessischen Grünen die hessischen Grünen bleiben. Aber wir haben so viel Gemeinsames, dass es lohnt, aus diesem Gemeinsamen ein tragfähiges politisches Fundament zu schmieden. Das haben wir, wie ich überzeugt bin, sehr gut hinbekommen. Das haben wir heute unseren Gremien vorgetragen, der CDU-Landesvorstand, das Präsidium und die Landtagsfraktion und Bündnis 90 Die Grünen in ihren Gremien. Wir, die Union,
wie auch Bündnis 90 Die Grünen, denken in Werten und nicht in Strukturen. Wir setzen sehr auf die Freiheit des Individuums, auf die eigene Entfaltung, auch Verantwortung und den helfenden, aber nicht den bevormundenden Staat. Diese Elemente finden wir gemeinsam vor. Das führt aus unterschiedlichen Herkünften, aus unterschiedlichen Grundlagen zu einer sehr stabilen Fundamentierung ganz konkreter Politik. Wir halten wenig von viel Bürokratie, wir halten wenig von viel Planung, möglichst bis in das letzte Detail. Und wir setzen sehr auf die Bürgerinnen und Bürger. Für die einen ist es die Verantwortung vor der Schöpfung und für den anderen die Verantwortung gegenüber Natur und Umwelt. Und so haben wir unsere Politik angelegt. Und an einigen wenigen Beispielen will ich das einfach verdeutlichen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe sein muss, nicht nur weil die Verfassung es vorschreibt, sondern weil wir es auch wollen, zukünftigen Generationen nicht immer größere Schulden zu hinterlassen. Deshalb werden wir diese Schuldenbremse einhalten und deshalb werden wir auch dafür Sorge tragen, dass wir ab dem Jahr 2020 keine neuen Schulden mehr machen. Dieses ist verbunden, ohne Zweifel, auch mit schmerzlichen Einschnitten. Das ist uns nicht leicht gefallen. Wir wissen, dass in einem Land, das über hervorragendes Personal verfügt und deren Arbeit wir schätzen, wir trotzdem in diesem Bereich die Kosten reduzieren müssen. Deshalb haben wir Einschnitte vorgesehen, sowohl was den Abbau von Stellen angeht, wie auch eine moderate Erhöhung der Bezüge in den nächsten Jahren festgeschrieben. Das gilt nicht nur für die Bediensteten, das gilt auch für uns selbst, die Politiker. Wir glauben, dass ein ausgeglichener Haushalt kein Selbstzweck ist, sondern die Grundlage erfolgreicher zukünftiger Gestaltung. Deshalb haben wir als Union, fiel uns auch nicht leicht, am Ende zugestimmt, dass wir die einzige Steuer, über die das Land selbst entscheiden kann, die Grunderwerbsteuer noch einmal erhöhen. Wir wissen, dass dies auch kritisch gesehen wird, das verstehen wir auch, aber wir glauben, dass in der Abwägung zwischen einem soliden Haushalt und einer maßvollen Belastung bei Erwerb von Grundstücken dem Zweiten der Vorzug zu geben ist. Wir wollen nicht nur den Haushalt ausgleichen, sondern wir wollen daraus auch die Kraft schöpfen zur Gestaltung unseres Landes. Verlässlich gestalten und Perspektiven eröffnen. Und wir haben etwas vereinbart, was in Deutschland nach allem, was ich sehe, wahrscheinlich das einzige Land sein wird. Wir haben beschlossen, die sogenannte demografische Rendite oder einfacher ausgedrückt, wir haben viele tausend Schüler weniger und es wird weiter zurückgehen. Und dann braucht man dafür natürlich auch weniger Lehrer. Das, was dort also nicht mehr gebraucht wird, nicht herauszuziehen, sondern wir lassen alles, was dort erwirtschaftet wird, im Sinne von weniger Schüler, aber mehr Lehrer, das lassen wir im System der Bildung. Und die demografische Rendite kommt komplett den Schülerinnen und Schülern zugute. Und das ist Zukunft gestalten. Die wichtigste Aufgabe, die wir sehen, neben den Grundlagen, ist eine so gut wie mögliche Bildung für unsere Schülerinnen und Schüler. Und so sind wir in der Lage, eine ganze Reihe auch neue und zum Teil behaltene, aber stärkere Elemente umzusetzen. Dort finden Sie dann das, was wir den Pakt für den Nachmittag genannt haben und Bündnis 90 Die Grünen die verlässliche Nachmittagsbetreuung. So finden Sie die Verstärkung der Lehrer- bzw. Betreuungsmöglichkeiten dort, wo wir sozial besonders schwierige Verhältnisse haben, eine Verstärkung an den Schulen, 300 zusätzlich. So finden Sie die Möglichkeit des gleitenden Schuleingangs oder
weiterer Elemente, die uns wichtig sind. Und auch so finden Sie diejenigen Kräfte, die wir für eine gelingende Inklusion in den nächsten 5 Jahren im System belassen. Nach allem, was wir sehen und wissen, ist Hessen dann das einzige Land, das eine solch klare Zukunftspositionierung vornimmt. Wenn man das so macht, ist völlig klar, dass man es nicht an allen anderen Stellen auch machen kann. Deshalb haben wir uns vorgenommen, in anderen Bereichen entsprechend Stellen zu reduzieren. Auch das wird nicht einfach, da machen wir uns keine Illusionen. Aber wir sind überzeugt, dass uns das gelingen kann, ohne dass die Qualität der Verwaltung in diesem Lande leidet. Und ich verstehe insbesondere auch Verbände, wenn sie dies kritisch sehen, aber es gibt aus unserer Sicht dazu keine Alternative. Aus unserem Grundverständnis werden Sie dann auch verstehen, dass wir alle Schulformen in Hessen erhalten, so sie vor Ort gewünscht werden. Das reicht von der Hauptschule bis zur binnendifferenzierten, integrierten Gesamtschule. Manche sagen uns, das sei ein Luxus. Ja, man könnte wahrscheinlich Geld sparen, wenn man nur noch 2 Systeme hätte. Das wollten wir nicht. Wir setzen darauf, dass Eltern entscheiden über den besten Weg ihrer Kinder im Rahmen dessen, was möglich ist. Deshalb haben wir uns auch entschieden, dass wir das, was vor Ort für richtig gehalten wird, nicht von Landesebene dann wieder umstürzen wollen. Wir stellen die Ressourcen zur Verfügung in nie gekannter Weise und wir bauen darauf, dass sie angemessen zum Wohle unserer Kinder genutzt werden. Ich will ein zweites Beispiel sagen, wo Sie in diesem Vertrag Schwerpunkte sehen. Wir sind eine der stärksten Regionen Europas. Wir sind ein starkes Industrieland und ein starkes Dienstleistungsland. Wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie und unser Ziel ist ganz klar, das wollen wir so erhalten. Und das gilt dann eben auch für so herausragende Infrastruktur und verkehrlichen und Arbeitsmarkt wichtigen Einrichtungen wie den Flughafen, wie Straßen. Auch dort haben wir gerungen, ganz ohne Zweifel. Wir haben, wie ich finde, einen klugen und vor allen Dingen zukunftsfähigen Kompromiss gefunden. Und ich verkürze das hier mal sehr. Wir wollen und müssen alles dafür tun, dass dieser Frankfurter Flughafen wettbewerbsfähig bleibt. Und wir wollen und müssen alles dafür tun, dass es leiser wird. Das habe ich oft genug gesagt und das sage ich auch heute. Wir wollen, dass Verkehrswege, insbesondere auch in strukturschwachen Regionen, diese Regionen erschließen und ihnen Zukunft bieten. Deshalb haben wir uns entschieden, die A44, die A49 weiterzubauen. Und vieles andere mehr. Zukunft heißt auch, dass wir den Hochschulen eine besondere Bedeutung beimessen. Wir führen fort das einzigartige Programm Heureka, das es nur in Hessen gibt. Kein anderes Land hat eine solche Anstrengung unternommen in baulichen Investitionen wie wir. Dies wird gestreckt, aber nicht gestrichen, sondern fortgeführt und wir haben uns vereinbart, auch Heureka 2 dann später dran zu hängen. Unsere Forschungsinitiative Löwe wird fortgesetzt und nicht eingedampft. Das ist uns wichtig, weil Forschung bedeutet die Arbeitsplätze von morgen. Wir geben den Menschen auch Sicherheit. Sicherheit ist eine Kernkompetenz der hessischen CDU und der CDU überhaupt. Und das finden Sie in diesem Vertrag wieder. Ja, wir haben auch dort gerungen. Aber ich glaube, wir haben ein sehr gutes Ergebnis finden können. Sicherheit ist nicht nur innere Sicherheit. Sicherheit ist auch Sicherheit vor Not. Wir haben deshalb ein Sozialbudget vereinbart, in dem viele Initiativen verlässlich ihre Arbeit leisten können. Wir legen großen Wert auf das Engagement und die Unterstützung der Ehrenamtlichen. Deshalb finden Sie dort eine Aussage zum Sport, zur Feuerwehr und andere mehr, die mehr als jeder andere Bereich vom Ehrenamt leben und dieses Ehrenamt unsere Gesellschaft auszeichnet und reich macht.
Und wir haben die Absicht, in diesem Land auf andere zuzugehen. Sie werden in diesem Vertrag finden, unseren Wunsch, den Schulfrieden entsprechend in Hessen vielleicht doch einmal hinzubekommen. Auch in der Vergangenheit hatten das wechselweise alle versucht, es ist uns nicht gelungen. Wir glauben, dass wir aufgrund dieses Programms und unserer ehrlichen Bereitschaft, auf andere zuzugehen, jetzt eine gute Chance haben. Wir meinen das ernst. Und ich füge hinzu, und das haben Sie als journalistische Begleiter ja gespürt und auch vielfach kommentiert, dieser Hessische Landtag, der als der härteste der Republik immer galt, der wird auch in Zukunft keine Schmuseveranstaltung sein. Also da sind wir uns schon einig. Aber das, was uns gelungen ist in den Sondierungsgesprächen auch mit den anderen Parteien, eine Form des Umgangs miteinander zu finden, die die Sache deutlich macht, aber den Respekt dem anderen nicht verweigert, ich glaube, das ist etwas, was wir auch für die Zukunft nicht nur anstreben, sondern auch bewahren sollten. Ich habe beispielhaft einige Punkte erwähnt. Es gäbe noch eine Menge hinzuzufügen. Kollege Al-Wazir wird auch dazu und anderen Punkten sich äußern. Lassen Sie mich einfach für den Einstieg sagen, in diesem Vertrag findet sich ein, wie ich glaube, sehr gutes, zukunftsweisendes, gestaltendes Fundament für erfolgreiche Politik. Wir haben nicht abgezählt, ob sich da der eine und da der andere durchgesetzt hat, sondern wir haben ein Gemeinschaftswerk Ihnen vorgelegt. Und so verstehen wir uns auch in unserer personellen Aufstellung. Der Hessische Landtag wird am 18. Januar seine neue Periode beginnen und dort wollen wir dann eine gemeinsame Regierung berufen. Die Verteilung des Kabinetts und der entsprechenden Ministerien entspricht dem Stärkeverhältnis der Parteien und sie umfasst auch schwierige Vereinbarungen. Wir haben es alle geschrieben und deshalb darf ich es erwähnen. Es war für uns als CDU nicht ganz einfach, Wirtschaft und Verkehr mit der bedeutenden Zuständigkeit, die sie nun in Hessen auch insbesondere hat, und den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten eines Infrastrukturministeriums nicht wieder zurück zur CDU zu holen. Wir haben uns bewusst so entschieden, wie wir uns entschieden haben, weil wir Vertrauen ineinander gefunden haben und sicher sind, dass natürlich jede Kollegin, jeder Kollege, der in Zukunft ein Ministeramt übernimmt, in eigener Verantwortung, aber letztlich in Gemeinschaft diese Aufgabe übernimmt. Und so wie wir als Union und die Kolleginnen und Kollegen der Grünen dieses Vertrauen haben, so haben wir den Eindruck, haben wir auch dieses Vertrauen umgekehrt gefunden. Und das ist eine gute Grundlage. Ein gemeinsames Verständnis von der Zukunft unseres Landes, ein Vertrag, der, wie ich bereits erwähnte, eine sehr gute Grundlage ist, und das Vertrauen, um auch die Herausforderungen zu meistern, die heute noch gar niemand kennt, die aber sicherlich in 5 Jahren auf einen zukommen werden. In diesem Sinne danke ich Ihnen. Ich nutze auch die Gelegenheit, ausdrücklich mich bei Tarek Al-Wazir, Angela Dorn und allen anderen, die in der Verhandlungsdelegation waren, zu bedanken und natürlich bei allen Gremien. Und ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das letzte Mal, dass wir beide gemeinsam hier in diesem Raum saßen, das war die Veranstaltung der Landespressekonferenz vor der Wahl, wo alle Spitzenkandidaten hier saßen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich auf eine Frage eines Kollegen oder einer Kollegin, was passiert denn, wenn die Linkspartei in den Landtag kommt, gesagt habe, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass es völlig klar ist, das weiß Volker Bouffier auch, dass wir angetreten sind bei dieser Landtagswahl, um eine Regierung abzulösen.
schlimm. Und wir haben sondiert. Wir haben viermal mit SPD und Linkspartei sondiert. Wir haben viermal mit der CDU sondiert. Und am Ende war angesichts des Wahlergebnisses und angesichts des Ergebnisses der Sondierungen die einzige Frage, die es noch zu beantworten gab: Gibt es auch in Hessen eine weitere große Koalition, so wie im Bund? Oder versuchen wir eine Alternative dazu? Und es ist sicherlich so, dass wir beide uns nicht haben träumen lassen, dass der nächste gemeinsame Auftritt im Medienraum des Hessischen Landtags die Vorstellung einer Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und Bündnis 90 Die Grünen ist. Aber ich kann das vielleicht so sagen: Im Laufe der Sondierungen und im Laufe der Verhandlungen ist bei uns gemeinsam die Überzeugung gewachsen, dass es uns trotz unserer Unterschiedlichkeit, die weiterhin besteht, möglich sein wird, einen Koalitionsvertrag vorzulegen, der für die nächsten 5 Jahre ein gutes Regierungshandeln für Hessen ermöglicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass, wenn sich die Menschen diesen Koalitionsvertrag durchlesen, wozu ich alle nur ermuntern kann, jetzt kommt der Werbeblock, der ist bei uns auf www.grüne-hessen.de jetzt abrufbar. Ich kann alle nur dazu einladen, sich ein eigenes Bild zu machen und diesen Koalitionsvertrag von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Dass das Ergebnis dieser Koalitionsverhandlungen ein Ergebnis ist, was, wenn es in die Tat umgesetzt wird, im grünen Sinne eine bessere Politik für Hessen ermöglicht. Volker Bouffier hat es angesprochen. Die Legislaturperiode, die jetzt beginnt, ist die Legislaturperiode, in der wir die Schuldenbremse einhalten müssen. Und ich sage ausdrücklich, nicht nur einhalten müssen, sondern auch einhalten wollen. Ich bin im Januar 1971 geboren. In keinem einzigen Jahr seit meiner Geburt hat Hessen keine neuen Schulden gemacht. Der letzte ausgeglichene Landeshaushalt datiert nach meiner Kenntnis aus dem Jahr 1969. Wenn es dieser Koalition gelingt, im Jahr 2019 nach 50 Jahren den ersten ausgeglichenen Landeshaushalt vorzulegen, dann glaube ich, dann haben wir etwas erreicht, was kein Selbstzweck ist, was aber langfristig nötig ist. Das geht nicht ohne Anstrengungen, das geht auch nicht ohne Zumutungen in bestimmten Bereichen, aber ich bin sehr stolz darauf, dass es einen Bereich gibt, nämlich die Bildung, in die zusätzlich investiert wird, und zwar sowohl in Schule als auch in Hochschule, wenn man sich die unterschiedlichen Maßnahmen gemeinsam betrachtet. Wir sind als Grüne angetreten, um die Energiewende in Hessen Realität werden zu lassen. Wenn Sie sich diesen Vertrag anschauen und die Maßnahmen, die dort beschrieben sind, und auch das Zwischenziel, wenn ich es mal so nennen darf, nämlich eine Verdoppelung der erneuerbaren Energien in Hessen in dieser Legislaturperiode, dann kann ich Ihnen sagen, das ist ein ehrgeiziges Ziel. Da sind wir auch darauf angewiesen, dass die Rahmenbedingungen auf Bundesebene stimmen. Aber wenn uns das gelingen würde, wäre das in unserem Sinne ein großer Erfolg. Und wenn Sie sich betrachten und auch die Formulierung dieses Koalitionsvertrages durchlesen, ein Schutz der Natur und der Umwelt um ihrer selbst willen, ist ein Wert, für den sich Grüne mal gegründet haben. Es gibt ganz viele Einzelpunkte, über die man reden könnte. Aber wenn Sie sich betrachten, der ganze Bereich von Energie, Umwelt, Natur,
dann glaube ich, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass dieser Koalitionsvertrag Hessen grüner machen wird. Und wenn Sie sich in der Bildungspolitik betrachten, dass wir bei allen notwendigen Einsparmaßnahmen auch gesagt haben, es gibt einen Bereich, wo wir ausdrücklich sagen, da wollen wir etwas schaffen, was es so in Deutschland noch nicht gibt. Nämlich eine Bildungs- und Betreuungsgarantie auch in der Grundschule. Dass Eltern die Verlässlichkeit haben, dass am Ende dieser Legislaturperiode an den Grundschulen eine Nachmittagsbetreuung stattfindet, die nicht nur Betreuung ist, sondern die auch Bildung beinhaltet, dann wird das etwas sein, was langfristig auch den Eltern, den Schülerinnen und Schülern und, wenn ich das mal so sagen darf, vor allem den Frauen in dieser Gesellschaft neue Perspektiven eröffnet. Ich glaube, dass, wenn Sie sich anschauen, Volker Bouffier hat es gesagt, Stichwort Schulfrieden, dass wir dort die Möglichkeit eröffnen der eigenen Entscheidung vor Ort, der Wahlfreiheit, dass Eltern sich entscheiden können, wenn sie einen gymnasialen Bildungsgang wählen, ob dieser Bildungsgang G8 oder G9 sein soll, dass Schulen sich entscheiden können, dass aber auch diejenigen, die auf längeres gemeinsames Lernen setzen, Angebote finden und auch, dass die, die länger gemeinsam lernen wollen, die Möglichkeit haben, das zu machen und sich überlegen, wie die schulpolitischen Debatten im Hessischen Landtag der letzten 40, 50 Jahre eigentlich gelaufen sind. Ich weiß nicht genau, wann Ludwig von Friedeburg ins Amt kam. Es muss Ende der 60er gewesen sein, vielleicht auch Anfang der 70er. Dann wird das sicherlich eine Möglichkeit sein, wie Schulpolitik sich endlich mit dem beschäftigt, worum es eigentlich geht, nämlich guter Bildung. Und wenn Sie sich betrachten, dass wir auch bei der Frage, wie stärkt man eigentlich die Schulen, die Arbeit in eher schwierigen Gebieten leisten, Stichwort Erhöhung des Sozialindexes bei der Lehrerzuweisung, wie sorgen wir dafür, dass Inklusion stattfindet? Wenn sich das anschaut, dann glaube ich, ist das in diesem Bereich, der nun mal der wichtigste landespolitische Bereich ist, eine große Chance für Hessen und damit auch eine große Chance für alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Wir haben jahrelang über die Frage der Ausstattung von Sozialpolitik gestritten. Und wenn Sie sich dort das Sozialbudget betrachten, dann ist es sicherlich so, dass wir dort einen Schwerpunkt drauf gesetzt haben, wo ich mir auch sicher bin, dass es wahrscheinlich kein Bundesland gibt, das ein festes Sozialbudget hat und dass dieses Sozialbudget auch ausdrücklich aus jedem Finanzierungsvorbehalt ausnimmt. Und ich glaube, dass auch wenn Sie sich in den Tiefen dieses Koalitionsvertrages mit der Frage von Arbeitsmarktpolitik, von sozialem Arbeitsmarkt beschäftigen, dass dort eine große Chance besteht, dass wir zu wirklich guten Ergebnissen kommen. Und es ist auch so, dass wir über die Frage, wie wir eigentlich Ökologie und Ökonomie versöhnen können, uns in diesem Koalitionsvertrag sehr ausführliche Gedanken gemacht haben. Weil es ist völlig klar, dass man nur das verteilen kann, was man vorher erwirtschaftet hat. Aber es ist auch völlig klar, dass Wirtschaft nicht alleiniger Maßstab sein kann, sondern dass wir einen Ausgleich brauchen zwischen den legitimen Interessen von Wirtschaft, von Wirtschaftsunternehmen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir ein prosperierendes Bundesland sind und bleiben. Und dass es aber auch völlig klar ist, dass das nicht maßlos und grenzenlos sein kann, sondern dass auch berechtigte Interessen von Menschen und auch von Umwelt und Natur gibt. Und da einen neuen Ausgleich hinzukriegen, das wird eine der spannenden Aufgaben sein, wo gerade die Kombination von CDU und Grünen auch an diesem Punkt neue Wege eröffnen kann. Wir haben in der Verkehrspolitik sehr lange und streitig auseinandergesetzt. Diese Flughäfen, übrigens beide, die in der Landespolitik eine Rolle spielen, haben eine sehr lange Zeit der Auseinandersetzung in den Koalitionsverhandlungen auch beansprucht. Aber es ist klar, dass wir auch an diesem Punkt die legitimen Interessen vom Wunsch nach Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite und die legitimen Interessen
der Bürgerinnen und Bürger, der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner auf der anderen Seite in einen neuen Ausgleich bringen wollen. Und wenn Sie sich die Infrastrukturmaßnahmen betrachten, dann ist auch klar, mobiles Hessen 2020 heißt da jetzt die Überschrift, dass wir, wenn ich mir die Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet betrachte, da auch neue Schwerpunkte setzen wollen. Ich glaube, dass wenn Sie sich die gesellschaftspolitischen Fragen betrachten, auch die Punkte, die wir dazu zur Integration und zu Vielfalt aufgeschrieben haben, da durchaus viele Leute überrascht sein werden, was uns gemeinsam da gelungen ist. Und dieses Bekenntnis zur Vielfältigkeit von Hessen, dieses Bekenntnis zur Freiheit der individuellen Lebensgestaltung, das ist etwas, was uns beiden ganz besonders wichtig ist. Ich darf vielleicht hinzufügen als letzten Punkt, es gab zwei Schlüsselpunkte, glaube ich, in diesen Sondierungen und Verhandlungen. Das erste war der Satz von Volker Bouffier in der zweiten Sondierungsrunde am Anfang, dass man die Verhandlungen in dem Geist führen soll, der andere könnte Recht haben. Gebe ich ehrlich zu, das ist bisher in der hessischen Landespolitik nicht so üblich gewesen, dass man sich überlegt, der andere könnte Recht haben. Aber genau in diesem Punkt sind wir die einzelnen inhaltlichen Punkte durchgegangen und haben gute Kompromisse gefunden. Der zweite Punkt war sicherlich, dass wir auch gemerkt haben, dass es eine Verlässlichkeit gibt und dass wir in diesen Verhandlungen nicht versucht haben, sozusagen dem anderen ein Bein zu stellen, sondern gemeinsame Wege gesucht haben, wie man zu guten Ergebnissen kommen kann. Und ich glaube, das gilt übrigens für die gesamte Sondierungsphase, dass diese Form der neuen politischen Kultur, dass ich die gerne auch über den 18. Januar hinaus bewahren möchte. Dass wir im Hessischen Landtag jetzt nicht in Zukunft mit Wattebäuschen werfen, das wird sicherlich nicht sagen, der Fall sein, aber dass wir doch mehr versuchen, uns mit dem Inhalt zu beschäftigen, also mit dem Sein und nicht dem Schein. Und in diesem Sinne werden wir als Grüne auch bei unseren Mitgliedern am Samstag für eine Zustimmung zu diesem Vertrag werben. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir die auch bekommen werden.